Gut, wir müssen zum Leuchtturm. Es hilft nichts. Fahren wir da für die Nacht durch? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen ohnehin erst noch den anderen Dude abholen. Wir könnten auch ohne ihn dahin, oder? Wahrscheinlich auch ohne ihn dahin. Ich schlafe hier mal eine Runde. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Müssen wir eigentlich nur noch geradeaus fahren. Können aber vielleicht hier noch eine Mutation mitnehmen. Die wir aber vermutlich haben. Naja, kennen wir. Okay. Gut. Moin. Also im Zweifelsfall fahren wir jetzt umsonst zum Leuchtturm. Das kann passieren, aber ich würde es einfach mal gerne ausprobieren wollen. Ziemlich sicher nachts ankommen, oder? Vermutlich. Schauen wir mal. Im Mangrovenwald mit Sicherheit noch ein bisschen was machen, aber ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses scheiß Mangroven. Verfahre ich mich nur wieder 18 Mal am Stück. So, hier müsste doch gleich der Anleger sein. Jawohl. Da können wir noch was aufsprengen. Macht das Sinn? Ist hier noch ein Schatz hinter. Machen wir nochmal. Damit es auch richtig dunkel ist, wenn wir in den Leuchtturm kraxeln. Wahrscheinlich brauchen wir dann eh den Typen für, der irgendeine Beschwörungsformel spricht, damit die Tür endgültig aufgeht. Dann müssen wir im Zweifelsfall halt nochmal zurückporten und nochmal hier hinfahren. Das kann gut passieren. Gucken wir mal. So. Die vereinte Tafel rastet geräuschvoll ein und die Tür öffnet sich mit einem Grollen. Holen wir den Typen ab oder gehen wir ohne den Typen rein? Ich würde, glaube ich, gerne ohne ihn reingehen und gucken, was passiert. Du gehst durch die Tür des alten Leuchtturms. Die Treppe, die bis zur Spitze führt, ist eingestürzt. Weiter kommst du nicht. Um dich herum siehst du diverse staubige Objekte. Manche davon wirken wertvoll. Flamme des Himmels. Kompaktes Design und unglaubliche Leuchtkraft. Oh, das,
Das können wir total ausrüsten. 3500 Lumen? Ist auf jeden Fall besser als das Ding. Dann rüsten wir das Ding gedreht aus und nehmen zwei von den kleinen dazu. Dann haben wir insgesamt 5000 Lumen. Okay. Ah, die müsste ich jetzt direkt einbauen, ja? Du nimmst alles aus dem Raum mit. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich doch mit dem Dude sprechen. Was passiert, wenn wir jetzt das Licht anmachen? Also es ist auf jeden Fall mal hell. So viel lässt sich festhalten. Wir locken, glaube ich, Sachen an, wenn wir das einschalten. Aber nur 25 Meter Reichweite? Ja, scheiß drauf. Reichweite kommt durch die zusätzlichen Lampen. Die andere hat halt auch nur 30. Also 5 Meter ist dann halt auch egal. Ja, shit, ich nehme immer den falschen Spell. So, wir nehmen ihn mal mit. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt wird aber jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du fortfahren? Nee, noch nicht. Ich würde gerne nochmal schlafen und die letzte Lampe ausrüsten. Das finde ich ganz gut. Danach fühle ich mich irgendwie komplett, glaube ich. Zumindest komplett genug und dann... Lager. Das sieht alles gut aus. Das Ding können wir eigentlich wieder verkaufen. Ah, das hatte sogar 40 Meter Reichweite. Okay, ich nehme alles zurück. Ah, die Dinger wollten wir bei der anderen Händlerin nochmal verkaufen, ne? Na, egal. Egal. Gut, dann haben wir doch hier auch noch einen ganz guten Spielstand, wo wir im Zweifelsfall wieder von starten können. Und gucken jetzt mal, was uns erwartet. So, Mister, steige ein. Achtung, letzte Warnung. Dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du wirklich fortfahren? Die Relikte nehmen wir mit. Wir müssen warten, bis der Nebel dichter wird. Mit ein bisschen Glück bemerkt das Meer nicht, was wir vorhaben. Okay. Beschwören wir den großen Cthulhu? In Wirklichkeit beschweren wir seine Frau wieder, oder? Unser Ziel ist die weite Öffnung im Westen von Großmark. Es ist auf der Karte markiert. Wir dürfen uns mit einer so wertvollen Fracht nicht zu lange auf offener See aufhalten. Beeil dich. Okay. Wo müssen wir hin? Dahin. Okay, da war ich ja noch nie. Da, wo das offensichtliche Licht aufsteigt. Apropos Licht. Ist doch total da, oder? Ah, natürlich. Die Zeit vergeht übrigens nicht.
Hier war es. Hier wurde sie uns genommen. Hier können wir sie endlich zurückholen. Nur hier. Und nur, weil wir so viel erreichen konnten. Er öffnet das Buch und beginnt laut daraus vorzulesen. Um eine Verlorene zu erlösen. Erstarrt in der Zeit. Er wirft die Taschenuhr über Bord. Und mit Ketten in der Tiefe gefesselt. Er wirft die Halskette über Bord. Binde sie einmal mehr an diese Erde. Er wirft den Ring über Bord. Öffne das Tor zum Sternenhimmel. Er steckt den Schlüssel in das Schloss der Musiktruhe. Und bette die müde Welt zur Ruhe. Er wirft die Musiktruhe über Bord, ohne den Schlüssel umgedreht zu haben. Oh shit. Es gab Voice Actors? Wo gab's denn Voice Actors? Hab ich irgendwas verpasst? Wir hätten nochmal mit der Leuchtturmwärterin sprechen können. Na, vielleicht können wir den Spielstand nochmal laden. Fällt mir gerade so ein. Mal gucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's ziemlich super. Ich finde auch das Ending ziemlich super. Möglich, dass es mehrere Enden gibt? Aber das ist einfach ein Ende, was sehr gut zu der Atmosphäre und zum Spiel prinzipiell passt. Ja. Und es ist halt auch einfach so ein Lovecraft-typisches Ende. Nicht 100%, aber so in die Richtung. War das Geld absolut wert. Definitiv. Und wir haben halt noch nicht alles gesehen. Es gibt noch hier und da ein paar Sidequests, definitiv. Also wir haben auf jeden Fall mit der Händlerin noch nicht alles gemacht. Da fehlt noch ein Fisch. Uns fehlen sowieso noch etliche Fische. Wir haben, glaube ich, noch nicht alle Dog-Tags abgegeben. Irgendwas fehlt noch. Eventmanager? Wofür? Ich will auf jeden Fall nochmal mit der Leuchtturmwärterin sprechen. Definitiv. Das sollte ja eigentlich gehen.
Aber ja, letztendlich war es halt storymäßig schon irgendwie so sehr zu erwarten, dass die ganze Flaschenpost und so, was wir gefunden haben, die Notizen schon auf den Typen hinweist und auf seine ertrunkene Frau. Und dass er sie natürlich wiederbeleben will. Aber es ist schon okay. Also es musste jetzt auch nicht unbedingt noch einen weiteren Twist haben. Ich fand das schon so voll in Ordnung. Sie hätten den Credits noch mal ein bisschen mehr Musik spendieren können. Wiederholen sich die eigentlich oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Credits sind einfach relativ lang. Wie halt an jeder Localization mindestens zwei Leute gearbeitet haben, nur an der deutschen hat nur eine Person gearbeitet. Ich erwarte irgendwie noch eine Post-Credit-Scene. Ich weiß nicht warum. Okay. Ja, gut. Passiert. Die Infizierte mit. Das passt schon. So, dann noch mal kurz verkaufen. Ja. Schiffsbauerin. Reparieren. Was weißt du über das Buch in Purpur und Silber? Sie erschaudert bei der Erwähnung des Buchs. Das fragst du mich ernsthaft? Nach all der Zeit? Du weißt, es muss zurückgegeben werden. Sie sieht dich voller Mitleid an. Du musst nach vorn blicken, um ihretwillen, aber auch für dich. Übernimm die Kontrolle und werde dieses Ding ein für alle Mal los. Ob wir jetzt eine andere Option haben? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmark? Dass er ist... Ich versuche nicht an ihn zu denken. Das ist schmerzvoll für uns alle. In manchen Nächten glaube ich, das Geräusch seiner Motoren in der Bucht zu hören. Doch ich weiß, dass er tot ist. Und ich will nicht mehr darüber sprechen. Okay, die Frage ist jetzt wirklich, haben wir... Haben wir bei ihm jetzt eventuell eine neue Option? Wir haben auch immer noch nicht den Schuppen aufgeschlossen bekommen, ne? Kann ich jetzt vielleicht in den Schuppen gehen? Ist immer noch zu, ne? Ah, abgeschlossen.
abgesperrt, okay. Erzähl mir mehr über dein Buch. Welches Buch? Dieses hier? Mit einem verschlagenen Grinsen zieht er ein verstaubtes Buch von einem Regalbrett und wirft einen Blick auf den Einband. Über Geschichte der Grauen Inseln gibt es nicht viel zu sagen. Eine anstrengende Lektüre. Stell dich nicht dumm, du weißt, welches Buch ich meine. Mich dumm stellen? Deine Heuchelei ist ermüdend, also müssen wir dieses Spielchen noch einmal spielen. Das Buch der Tiefe erscheint in seinen Händen, in seinem schmutzigen, purpurnen Einband. Los doch, frag schon. Wo hast du es her? In der Luft zwischen euch glitzern Staubpartikel. Erinnerst du dich nicht? Du warst da. Die Luft um euch beginnt zu pulsieren wie ein sich beschleunigender Herzschlag. Und sie ebenfalls. Wer? Du wolltest vergessen. Hast mich angefleht. Der Raum knistert. Das ist es, worum du gebeten hast. Gib mir das Buch. Deine Worte hängen im Raum zwischen euch. Du kannst nichts ändern. Das Buch gehört uns. Komm näher. Du kommst durch den knisternden Raum einen Schritt näher. Der Sammler taumelt daraufhin nach vorn. Was hoffst du zu erreichen? Nimm das Buch. Du schlägst mit der rechten Faust zu und triffst den Sammler hart am Kiefer. Sein Gesicht zerspringt und fällt zu Boden. Okay, mit der Fight Club-Nummer habe ich nicht gerechnet. Okay. Okay. Du bist erbärmlich. Das Buch der Tiefe liegt in deinen Händen. Du musst eines verstehen, bevor du uns in Verzweiflung stürzt. Ich weiß, wie man sie zurückbringt. Es steht alles auf diesen Seiten. Und du hast seine Macht nur mit eigenen Augen bezeugt. Wir haben die Macht, sie aus ihrem Schlummer zu erlösen. Finde ihr letztes Relikt und wir können alles ungeschehen machen. Alles, was du getan hast. Ich will nochmal mit der Leuchtturmwärterin reden, glaube ich. Ich frage mich, ob wir hier noch weitere Story-Bits kriegen. Was willst du? Ich habe das Buch. Du hattest es die ganze Zeit über, nicht wahr? Es spielt keine Rolle. Nutze diesen Moment der Klarheit. Die Zeit zu handeln ist gekommen. Weißt du noch, wo es passiert ist? In der Dunkelheit hinter der Bucht. Wenn du bereit bist, weise ich den Weg. Oh, jetzt können wir sie mitnehmen. Ja, bitte. Machen wir gleich. Okay, der Bürgermeister hat nichts mehr zu sagen. Alles klar. Gut, dann nehmen wir sie mit. Auf jeden Fall. Ja. Gib mir das andere Ending. Wir müssen warten, bis die Nacht am dunkelsten ist. Bis das Meer so ist, wie es damals war. Vor all den Jahren. Und wieder ist es 1.02 Uhr. Es wird Zeit. Ich weise dir den Weg. Folge meinem Licht. Geh und tu das Richtige. Für sie. Wirf es zurück. Wir könnten Licht anmachen, ne? Ja, es ist natürlich die Stelle, ja, okay. Aber diesmal ist keine Lichtsäule da, oder? Ah, sie weist vom Leuchtturm aus den Weg, okay. Ah, es ist cool.
Hier ist es. Das Buch windet sich in deinen Händen. Es wehrt sich nach Kräften. Die silbernen Bänder zappeln um deine Finger. Du hältst es hoch über deinen Kopf. Aus dem Buch ertönt ein tiefes Stöhnen, das in der Tiefe widerhallt. Du wirfst es in die schäumenden Wellen. Okay, wir mussten uns selbst opfern, um die Stadt zu retten. Fairpoint. Fairpoint. Ich mag's, dass es in dem Sinne kein wirklich gutes Ende gibt. Das werden hohe Reparaturkosten. Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Finde ich gut. Ich hätte es in der letzten Szene noch ein bisschen cooler gefunden, wenn man noch mehr gesehen hätte, wie das Buch irgendwie weiter nach unten sinkt und so langsam verschwindet, anstatt dass man es die ganze Stelle gesehen hätte, die ganze Zeit gesehen hätte. Aber okay. Das ist bestimmt wie bei Noah und dem Wal. Du meinst Jonas und der Wal? Noah war der mit der Arche. Ja gut, ich denke, die Credits müssen wir uns nicht nochmal komplett angucken. Reicht, wenn wir sie einmal gesehen haben. Ich mag, dass beim Credits abbrechen die Musik leicht ausfadet und nicht abrupt abbricht. Ist ein total kleines Detail, aber ein gutes. Das war ein ziemlich fantastisches Spiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht fahren wir noch mal irgendwann ein bisschen bei Gelegenheit im Stream rum. Sammeln vielleicht noch mal hier und da einen anderen Fisch, der uns noch fehlte, so vor Completeness. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber da wir storytechnisch durch sind, würde ich auch an der Stelle das Let's Play auf jeden Fall beenden und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Einen angenehmen Tag noch. Ich hoffe, wir finden bei Gelegenheit wieder so ein cooles Spiel mit einer ähnlich coolen Atmosphäre. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.